Was ist eine Änderungskündigung? Sie liegt vor, wenn der Arbeitgeber ein bestehendes Arbeitsverhältnis kündigt und gleichzeitig eine Fortsetzung zu geänderten Bedingungen anbietet. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen komisch, weil Kündigung ja eigentlich bedeutet, dass man sich trennt. Aber hier trennt man sich nicht, sondern ändert die Regeln, unter denen man zusammen ist. Das ist die Änderungskündigung. Man ändert die Regeln. Man will sich nicht trennen. Ja, Kündigung ist ja eigentlich die Ankündigung der Trennung. Hier in dem Fall ist es aber nicht die Trennung, sondern die Änderung der Regeln. Was kann der Arbeitnehmer tun? Der Arbeitnehmer kann die neuen Arbeitsbedingungen unter Vorbehalt annehmen, steht alles in Paragraph 2 drin, ja, unter Vorbehalt annehmen und gleichzeitig das tun, was er bei jeder Kündigung tun kann, nämlich Kündigungsschutzklage anstrengen innerhalb der 3 Wochen, so wie wir das besprochen haben, ne? Innerhalb von 3 Wochen ab Zugang Kündigungsschutzklage anstrengen und dann prüfen lassen gerichtlich, ob diese Änderungskündigung, die in der Regel eine Verschlechterung seiner Arbeitsbedingungen ist, also mehr arbeiten, weniger Geld, weniger Zulagen und, ob das rechtens ist oder nicht. Das ist die Änderungskündigung. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.